So. Ich muss gerade mal überlegen, wo wir überhaupt stehen geblieben sind. Ach, stimmt ja, wir hatten ja Kalkstein als Verdächtigen. Jetzt dann doch. Ich könnte ein halbes Schwein mit der anderen Hälfte verputzen. Boah, nee. Nee, echt nicht. Ich bin so völlig fertig. Oh, ich bin einfach nur satt. Einmal. Okay, denn. Oh, wo waren wir denn genau? Verdächtiger Kalkstein. Kalkstein ist schuldig. Ich muss ihn unter Druck setzen. Ich bin immer noch der Meinung, dass es Kalkstein nicht ist. Ich weiß aber nicht genau, was ich gemacht habe damit, dass. Ich will Kalkstein nicht töten. Es ist auf jeden Fall anders als wie damals. Ich gucke gerade auch mal. Ob ich nämlich nicht noch einen anderen Spielstand habe. Von wann ist der hier? Ja. Ja, 0:39, okay. Ich weiß, dass ich nämlich einen Fehler gemacht habe. Kurz zuvor. Das ist aber eindeutig zu weit her. Da einfach den Spielstand mal. Denn wenn ich das mache, kriege ich später etwas nicht, was ich brauche. Wenn ich Kalkstein töte. Okay, das war nach der Autopsie. Okay, das war also nach der Autopsie. Welches war das denn jetzt? Das hier, ne? Das ist aber das, was eine Stunde davor ist. Ich bin ja froh, dass ich immer so viele Saves habe. Dass ich immer hin und her wechseln kann. Okay, das war hier. Stimmt, das war direkt da, wo dann das Stream abgestürzt ist. Muss am Mitternacht zum Krankenhaus gehen. Ja, das war mit Yevon noch. Yevon. Gut, ganz ehrlich, dann mache ich das hier einfach nochmal. Weil ich habe einen sehr großen Fehler gemacht. Der erst ganz, ganz spät in den im letzten oder vorletzten Kapitel erst eine Auswirkung hat. Deswegen kann ich nicht da weiterspielen, wo ich eigentlich weiterspielen wollte. Es ist aber rein theoretisch nicht viel. Problem ist eigentlich eher, dass hier nur Zergerinne gewesen ist. No, wir haben da keinen. Hat er sich da gerade erleichtert? Eklig. Also einmal um Mitternacht. Das mit der Autopsie kann ich ja jetzt schon mal machen. Vielleicht sollte ich jemanden ausrauben. Ich dachte gerade, das Spiel wäre abgestürzt. Wäre jetzt sehr bitter und sehr mies. Endlich eine solide Mahlzeit. Das finde ich auch. Überflüssiges Gefasel. Das finde ich eher weniger. So. Ja gut, das war das mit den Sümpfen. Das mit dem Sumpf, das kann ich ja gleich machen. Genauso wie mit dem Wolfsvertrag, den muss ich dann halt auch nochmal machen. Das
4 Quests, die wir neu machen müssen. Aber egal. Kriegen wir hin. Wichtigsten ist erstmal das hier. Ja, das war der Grund, weswegen das Ganze ein bisschen nach hinten losgegangen ist. Dachchen. Bereit für die Autopsie? Fangen wir an. Mhm. Okay. Volkszugehörigkeit Mensch. Geschlecht männlich. Verletzungen schwer. Shani, das ist hier kein Vorlesungssaal. Wie auch immer. Er starb gestern und wurde in Stücke gerissen. Könnte ihm ein Mensch diese Verletzungen zugefügt haben? Nur mit einem Kiefer von einer Elle Länge. Das Knochenmark wurde ausgesaugt. Müssen Aasfresser gewesen sein. Höchstwahrscheinlich. Es schleichen viele um den Friedhof herum. Also wurde er erst nach seinem Tod in Stücke gerissen. Mich interessiert die Todesursache. Ich sehe auch Stichwunden von einer 2 Finger breiten Klinge. So, die Zeichen sind nicht alles. Wenn Nacken- und Handmuskeln wirken verkrampft. Der Dolch eines Meuchlers. Boxfleischsmänner. Es wäre schön, wenn wir etwas Eindeutiges finden könnten. Irgendwelche Vorschläge? Untersuchen wir seine inneren Organe. So, ich darf mir hier keinen Fehler erlauben. Ich weiß nämlich nicht mehr genau, was ich damals geantwortet hatte. Ich werde mir hier U-Blatt produzieren, weil das braucht kein Schwein mehr. Sagte sie unwissend, dass ich es vielleicht doch nochmal brauche. Wo sollen wir anfangen? Ja, Lunge, Leber, Herz. Ja, machen wir mal Leber. Sehen wir uns die Leber an. Starke Zirrhose, aber er sieht nicht wie ein Trinker aus. Gift? Ja, es verursachte auch Krämpfe, Lähmung und Herzstillstand. Das erklärt, weshalb die Leichenstarre so lange dauerte. Könnten Banditen so ein Gift beschaffen? Sie könnten es gekauft haben. Es gibt da unter ihnen einen zwielichtigen Kaufmann. Lasst uns die Lungen untersuchen. Durchlöchert. Seltsam. Die Waffe hat kein wichtiges Organ verletzt. Wollt ihr damit sagen, die Verletzungen waren nicht die Todesursache? Wenn dem so wäre, würden wir Pneumothorax sehen. Kann man Pneumothorax überleben? Ja, jeder Chirurg könnte euch heilen. Schlimmstenfalls bleibt ein Pfeifen beim Atmen zurück. Seht euch das Herz. Das Herz ist unberührt, aber die Aorta wurde von einem Dolch durchtrennt. Wäre das tödlich? Ja. Sehen wir uns die starke Zirrhose. Gift? Ja. Also deutet alles auf Boxfleischmänner hin. Bis jetzt, ja. Also Kalkstein möchte ich halt einfach nicht verdächtigen, weil... Wie ihr sehen könnt, wurde die Zunge entfernt. Und zwar ziemlich brutal. Wenn auch erst nach dem Tod. Aber warum? Eine klare Botschaft an jene, die zu viel reden. Banditen? Ja. So subtil geht nur Boxfleisch vor. Er hat aber nicht bedacht, dass eine Leiche so viel verraten kann. Danke. Das ist der Beweis, den ich brauchte. Okay. Meine Lunge. Wir werden alle sterben. Das ist ein Fluch. Okay, so Shani war jetzt ja sehr hilfreich. Gut. Oder auch nicht gut, man weiß es nicht.
So, ich weiß, das hatten wir beim letzten Mal auch. Sucht. Na gut, kommt rein. Was? Wollt ihr die Wahrheit? Ich bin... Ihr arbeitet für As... Ihr habt Glück, dass ich heute guter Laune bin. Ich werde... Wie geht? Alte Hu... Okay. Guti, dann können wir... einmal kurz wieder warten, bis es Tage wird. Meine Eier jucken. Ja, da musst du kratzen, wenn die jucken. Mein... So, jetzt gehen wir einmal ganz schnell und flugs in den Sumpf. Da kann ich jetzt diesmal Gott sei Dank die ganzen Gespräche dann einmal über... überhübschen. Was davon hatten wir beim letzten Mal gehört. Es gießt wie aus Eimern. Es hat keinen Sinn, den Himmel zu verfluchen. Sag, Rufi. Ein Teleporter wäre einfach mal so das Einfachste der Welt. Wobei, zurück in die Stadt können wir uns dann ja einen Ort der Macht suchen. Wauzi, Wauzi, lauf weiter. Transport. Bringt mir die Zeit. So. Kann. Wie auch. Wir kürzen das alles erstmal so ein bisschen ab. Müssen uns das hier die 30.000 mal angucken. Beißen die Fische, ja? Also. Wir mussten auf jeden Fall zu den Druiden. Ach, stimmt, okay. Gut, und wir hatten dann ja noch die eine Höhle. Stimmt, hier hatte ich dann ja auch nochmal einen Fehler gemacht, glaube ich. So, aber wir gehen erstmal hier lang. Oh, bin ich richtig? Wir können hier einmal, oder? Doch, wir können hier einmal rüber. Dann sparen wir uns einen Weg. Will ich hier in die Höhle nochmal rein und da die Wölfe töten. Denn hier drin gibt es dann auch noch wieder ein Zeichen. Das ich beim letzten Mal ja auch geholt hatte. Okay. Möchte gern einmal, wo ist eine Katze? Katze, Katze, Katze. Dach ruft es. Lässt sie aber auch ihre Mäuler nie zumachen. So. Geht es einmal hier weiter rein.
Hallo. Und die Erscheinung ist damit auch Geschichte. Aber hier ist noch ein Wolf. Gut, dass wir steigen auch gleich wieder auf, wenn... Ja. So, jetzt brauchen wir nur noch 3 dieser Sephiroth-Steine. Doch da wieder ein großes Stückchen näher. Wen hatten wir beim letzten Mal ja auch. Hallo Wolf. Der einzige Wolf hier? Ja. Nee, da! Ich würde das sagen. Ich kann doch nicht nur ein Wolf hier unten lungern. Noch einer? So, hier hinten ging es, glaube ich, nicht weiter. Ja. Nee, ich glaube, hier kommen wir nicht weiter. Oder kommen wir hier in die andere Höhle wieder zurück? Das kann auch sein. Nee, da kommen wir definitiv nicht durch. Gut. Noch ein Teil der Höhle. Mit einer ekelhaft grünen Giftwolke. Dann braucht man sich auf jeden Fall nicht wundern, wenn hier unten Pilze wachsen. Und da kommen wir auch nicht durch. So können wir den Weg wieder zurückgehen. Wo kommst du denn her? Da war doch eben keiner. Da bin ich jetzt doch wieder einen anderen Gang gegangen. Pilze gibt's hier. Ja, jede Menge davon. Sollten wir nicht von der Straße runter? Ja, oh nein. So, jetzt sind wir hier wieder am Sarg angekommen. Brans Sarkophag. Apropos, warte mal, hatte der nicht? Achso, stimmt, das war nur... Okay, hier hatte ich aber ausgetauscht. Stimmt. Ah, weil die Waffe besser war als die, die wir da haben. Ich benutze die Axt zwar nie, aber... Wer weiß, wofür man es braucht. Dann können wir hier auch wieder raus. Zum Glück war das ja nicht so viel, was wir jetzt nochmal neu machen müssen. Ich bitte nur, dass die jetzt nicht wieder Kalkstein verdächtigen. Weil eigentlich... Eigentlich ging das anders. Ich muss ja noch mal nachschauen. Der Kalkstein wird uns später noch sehr, sehr wichtig sein. Deswegen werde ich den garantiert nicht töten. Da weigere ich mich. Ich hätte gern einen Happen. Okay, wir mussten jetzt nach links runter. Ja. Da hinten sind die Krieger der Flammenrose. Und diesmal möchte ich auch als erstes mit Javan reden und nicht hier mit den
Träger in der Flammenrose. Weil das habe ich beim letzten Mal ja gemacht, beziehungsweise auch im Let's Play. Und ich wüsste nicht, ob es da vielleicht noch einen anderen Weg gibt. Den wir da bereits gemacht hatten. So, wo ist unser... da. Was gibt? Ihr Droiden kontrolliert... Nein. Dennoch... Nein. Nun, das... Ich will... Fünf. Das ist... Alles... Okay. Na gut. Kommt wieder. Lebt wohl. Gut, da wir das aber noch nicht brauchen. Ich kann Yevhen Nil... Erst... Wo kann ich... Ich hab... Ich möchte wieder zurück. Okay. Yevhen die Antwort geben. Das ist der Wolfvertrag, das war das Ding mit den Druiden. Okay, da müssen wir da hinten hin. Ist hier gar kein Problem. Weil die Atta-Geschichte würde mich halt auch interessieren, weil wenn wir uns jetzt um die Hüter der Flammenrose da kümmern, dann ist die Quest hier weg. Und ich weiß, was passiert, wenn ich das mit der Flammenrose weitermachen würde. Sag jetzt mal. Ich weiß aber nicht, was passiert, wenn ich mit Yevhen jetzt rede. Ihr habt euren Gegner gerade betäubt. Linksklick auf ihn, um ihn zu erledigen. Angriffe können kritische Effekte wie Lähmen, Bluten und Schmerz verursachen. Ah! Dann können wir ihn quasi mit einem Schlag den Gar ausmachen. Der fällt mir auch gerade mal auf, ne? Hier. Falsches Schwert ausgerüstet. Also wir sind in den Sümpfen und laufen hier mit dem falschen Schwert rum. Kommst du jetzt her, du kleiner nackter Gollum? Kleiner nackter Gollum wollte nicht. Wollt ihr? Ich hoffe. Ja, ihr lasst euch töten. Ihr seid brave Ertrunkene. Ja, Stufenaufstieg, endlich. Lasst mich doch bei der Ruhe. Gutachchen. Gurtel, Squirtle, Squirtle. Feuerstelle. Ja, und wo soll er jetzt sein? Was für ein Müllhalde. Hi. Ah, Hexe. Viel los hier. Ein Ausbildungslager? Wir müssen trainieren, damit wir gut kämpfen können. Glaubt ihr wirklich, dass dieses Häuflein etwas ausrichten kann? Können ein paar Steine einen Erdrutsch auslösen? Kann ein einziger Funke ganze Städte niederbrennen? Ihr braucht nicht zu antworten. Wir kennen beide die Wahrheit. Ja? Ich habe Vivaldis Antwort. Er schickt Worte, kein Gold. Ich dachte es mir schon. Also waren meine Bemühungen vergebens? Ganz im Gegenteil, Hexer. Vivaldi kann oder will uns nicht helfen. Die Information ist dennoch bedeutsam. Hat er Gründe für seine Weigerung genannt? Wie?
Vivaldi ist bankrott. Interessant. Die Bank macht gute Geschäfte, trotzdem ist Vivaldi bankrott. Danke, Gerald. Ich habe da eine Idee. Okay. Wir erwerben seine Dankbarkeit. Wie weit uns das jetzt nützt, weiß ich nicht. Aber warte mal, wir können hier einmal ganz kurz meditieren. Unsere Talente verteilen. So, ich gehe jetzt hier einfach mal ganz kurz der Bank nach runter. Mache ich hier einmal unser erstes Silbertalent. Jetzt ist es nämlich so weit, dass wir Silbertalente kriegen. Wir haben uns endlich so weit gesteigert. So, gab es jetzt noch was wir im Sumpf machen mussten? Ja, zu Jean-Pierre. Schon sehr hilfreich. Das ist das mit dem Türmchen. Okay. Also jetzt am besten. Ja, einmal zum Lagerfeuer hin. Ich werde jetzt tatsächlich mal durchlaufen. Ich denke, da sollte ja keiner was dagegen haben. Denn ich möchte gerne schnell zu dem Stand, wo wir zuletzt waren. Ist nämlich minimal wichtig, dass ich jetzt weiß, ob wir richtig sind. Ich hoffe es einfach. Wenn nicht, dann bleibt mir halt nichts anderes übrig. Dann sitzt mein Fehler weit tiefer als gedacht. Nichts zu tun. Okay, da hinten müsste der Stieg sein. Ja. Dann hoffe ich mal, dass Jean-Pierre jetzt auch da ist. Ja, er ist da. Wir können den Auftrag abgeben. Wunderbar. Dachchen. Was gibt's? Deine Anzeige. Ich bin wegen der Anzeige hier. Endlich! Habt ihr die heute? Natürlich. 10 Wolfspelze. Wunderbar. Der Titel königlicher Jagdmeister ist mir so gut wie sicher. Ja, aber du hast gar nichts gemacht. Sonst wäre ich eben Söldner. Lebt wohl. Die Lorbeeren hat ja jemand anderes geerntet. Ein neuer Kunde? Kommt an Bord. Was? Bringt Zeit ist. Kann's losgehen? Noch nicht. Nein! Einmal falsch geklickt. Kann's losgehen? So, sonst jetzt. Jetzt aber. So, die Szene kennen wir auch schon in- und auswendig. Die wird auch nicht interessanter, wenn wir dann noch ein 6. Mal gucken. So, jetzt war ja eigentlich nur noch zu Raimund zu gehen. Ich bete, dass es jetzt ein Ende klappt. Gut, um Boxfleisch müssen wir ja eigentlich noch anders fragen. Konfrontieren, so war das. So ist das Wort, was ich suche. Gut. Der Detektiv ist hier vorne. Ich möchte eigentlich nicht Kalksteine in die Sümpfe